Julias Tattoo erinnert sie an einen Menschen, der sie regelrecht gestalkt hat. Jetzt hat sie zwar eine richterliche Verfügung, doch der Horror auf der Haut ist noch da. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin Julia und das ist mein Horror-Tattoo. Hallo. Ganz lassiv. Ganz schwebst du hier rein. Super, Tattoo raus. Julia, erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist. Also, mich hat damals mein Ex-Freund dazu gedrängt, so als Liebesbeweis, dass ich für ihn das Versuchskaninchen spiele. Dass er dich tätowieren kann? Ja. Ah. Ja, und er hat ihm auch damals gemeint, dass sich das alles ändert, dass er nicht mehr so eifersüchtig ist. Aber es hat eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht, weil dann hat es erst angefangen mit dem Terror. Also, der hat mich richtig terrorisiert, dass der von meiner Arbeit nachts gestanden ist und darauf gewartet hat, bis ich rauskomme. Und auch währenddessen ich gearbeitet habe, hat der das Fenster reingeschaut und mich so ganz beobachtet. Und bis ich dann gesagt habe, dass es mir dann reicht, dann ist es aber noch schlimmer geworden. Weil dann hat der mich nach der Arbeit abgefangen, dann hat er sich über den Heimweg in den Busch versteckt, immer wieder rausgesprungen. Und der ist nachts von meiner Wohnung gestanden, von meinem Fenster, mit immer Steine raufgeschmissen. Hört sich nach Stalker an. Psychostalker. Ja, das war wirklich so. Zieh mal die Jacke aus und zeig mal Randy die. Fängst du mal hier an? Oder den Apfel. Und was sollte das jetzt darstellen? Das sollte eigentlich eine Billardkugel werden. Eine was? Eine Billardkugel. Ah. Verdammt schwarz, oder? Ja, aber das alles. Guck dir das doch mal an. Da ist nichts Halbes, nichts Ganzes hier dran. Mensch, Mädel. Das muss man doch auch merken, dass das Mist wird. Ja. Ja, wenn man verliebt ist. Ob du drankommst oder nicht heute. Merke dir, Männer mit Tattoo-Maschinen privat Abstand halten. Ja. Ja, wir beraten uns nochmal. Danke dir auf alle Fälle erstmal fürs Kommen und bis gleich. Dankeschön. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.